gedacht, es wären nur 2 Jahre. Das ist wie auf einem Laufband. Du hast dir vorgenommen, 5 Meilen zu laufen. Und dann läufst du einfach weiter. Wann warst du denn das letzte Mal auf einem Laufband? Entschuldigung. Ich will wissen, wie sich ein Frauenkörper anfühlt. Kompliziert. Ich will Sex. Ich will Poppen. Uiuiuiui, also die fühlen sich nicht alle gleich an, die Frau im Körper. Insofern immer schön aufpassen, wie man seine Wünsche formuliert, gell? Und damit herzlich willkommen zur Wochenvorschau hier im WIP-Kinomagazin. Hier gibt's die Top-Neustarts der Woche, damit ihr eure Kinowoche besser planen könnt. Heute mit fett krasser Action, ein paar richtig krassen alten Säcken, Sex für alle und Verlobung, bis dass der Tod sie scheidet. Los geht's mit The Raid. Endlich mal wieder eine gute Idee, endlich mal wieder richtig krasse Action. 20 Mann gehen rein ins Haus, wie viele rauskommen, bleibt abzuwarten. Moment, lässt die Expendables aussehen wie die 12 Geschworenen? Also das nenne ich mal eine richtig große Fresse. Bin gespannt, ob der Film das auch halten kann. Kommen wir zum nächsten Film. Normalerweise heißt es ja verliebt, verlobt, verheiratet. In diesem Fall aber eher irgendwie verliebt, verlobt, 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 naja, fast verheiratet eben. Violet, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Oh mein Gott! Auf einer Verlobungsfeier stößt man auf eine neue Zukunft an. Aber vorher werfen wir noch einen Blick auf die Verflossenen. Jenny Newman, Greta Kay, Anna Pina, Lizzie Gray, die Asiatin und Lizzie Gray nochmal. Okay, stopp. Das reicht. Hab ich recht? Die University of Michigan hat geantwortet, ich habe deine Stelle für 2 Jahre. 2 Jahre sind ein Klacks. Ganz ehrlich? Klar, wir planen die Hochzeit dann einfach nochmal. Babe. Du weißt, dass ich dafür eine super Nummer verdient habe, oder? Du meinst, ich soll einen Umhang oder sowas tragen? Ich will eine geile Show. Das wird Cirque du Soleil-mäßig. Dazu gehört das. Und das darf nicht fehlen. Was macht Michigan? Oh nein, ein Hydrant! Naja, ich gewöhne mich schon dran. Wisst ihr denn schon, wann ihr heiratet? Nein, aber innerhalb des nächsten Jahres. Glückwunsch, Sie werden befördert. Sie bleiben uns noch ein paar Jahre erhalten. Was Tom wohl sagen wird? Nicht für alle Probleme eine Lösung, bevor wir heiraten. Aber ich verspreche dir, auf dem Weg dahin werde ich dich immer lieben. Wisst ihr jetzt schon, wann ihr heiraten werdet? Großeltern neigen dazu, plötzlich das Zeitliche zu segnen. Es geht doch allen gut. Ja, jetzt noch. Deswegen sollte man Hochzeiten auch nicht aufschieben. Fast verheiratet. Jawollo, einfach mal den Tod der Oma als Heiratsdruckmittel einsetzen. So, meine Damen und Herren, werden glückliche Ehen geschlossen. Vielen Dank dafür. So, nach Ehe und Liebe kommen wir jetzt zum Thema Sex. Für unsere 3 Protagonisten in diesem Film ist das aber eher so der theoretische Teil des Lebens. Das jedoch soll sich ändern. Ein ganz besonderes Roadmovie, Hasta la Vista. Lars, Josef und ich haben vor, gemeinsam zu verreisen. Nach Spanien? Hast du jemals mit einer Frau geschlafen, Josef? Die Weinstraße. Weinstraße. Soll ich meine Eltern bitten, mich in ein Bordell in Spanien zu fahren? Mama und Papa sind mit unserem Kleintritt nicht einverstanden. Aber wir fahren. Ich komme mit. Das ist Glut. Ja, ja, das ist Glut. Er ist eine Frau. Sollen wir mit einer Frau in den Puff fahren? Er ist weg. Ab geht die Fahrt. Sie fahren nach Oslo. Ach, verflucht. Sitzen Sie auf Ihren Ohren? Nichts verstehen. Finger weg. Kapiert? Willst du eins aufs Maul, hä? Lass mich nicht an. Oder du vielleicht? Auf die Reise. Auf die Reise. Sie fragt, ob wir uns ein Zimmer teilen wollen. Mit ihr? Na klar. Yeah!
noch steif werden. Ja, es gibt im Cielo und sicher auch Männer. Wie wär's mit einem knackigen Antonio Banderas? Du und Lars, ihr kommt immer an erster Stelle bei mir. Philipp, halt die Fresse. Ich hab keine Zeit. Scheiße, wie könntest du mir das antun? Versprochen. Die nächste Runde geht aufs Haus. Sex für alle. Sex für alle, na meins wegen, aber passt ganz gut auf mit wem, weil sonst gibt's nachher zu Hause total Mecker. So, wenn ihr glaubt, ihr seid während dieser Wochenvorschau schon ein ganzes Stück gealtert, dann guckt euch mal diese Kandidaten hier an. Ja, abgeschoben, eingefercht im Altersheim und trotzdem immer für einen Spaß zu haben. Für eine Flugzeugentführung zum Beispiel, bis zum Horizont, dann links. Natürlich beginnt für Sie mit Ihrem Eintritt in unsere Seniorenresidenz ein vollkommen neuer Lebensabschnitt. Tolle Stimmung hier, weiß. Was sind Sie für ein Baum? Eine Eiche. Herr Miesbach, Sie sind aber keine Eiche. Eine Linde. Jetzt schütteln wir unseren ganzen Körper aus. Ihr macht übermorgen einen Rundflug. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so schnell in den Himmel komme. Den alten Propellern, wir wollen heil wieder runter. Wenn nicht, wäre es auch nicht schlimm. Ein fliegender Vogel. Am besten, Sie setzen sich jetzt wieder mal schön auf Ihren Platz und genießen die... Das ist... Eine... Flugzeugentführung. Wer entführt uns denn? Flugzeugentführung ist kein Spaß. Altersheim auch nicht. Das ist doch lächerlich, oder? Wann haben wir das letzte Mal auf die Unendlichkeit des Ozeans geschaut? Wie das Meer heute sehen. Jetzt! Lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre. Genau das machen wir jetzt. Entweder oder. Entweder oder. Wenn wir am Meer sind, gibt es frischen Fisch und Muscheln. Ich esse keinen Fisch. Ich esse keinen Fisch. Kurs ist klar. Bis zum Horizont, dann links. Ganz klar, Freiheitsberaubung. Kenne ich seit 8 Jahren. Flugzeugentführung ist kein Spaß, Altersheim auch nicht. Ach, der alte Otto Sander hat's eben noch total drauf. So, das waren sie, unsere Top-Neustarts der Woche. Infos zu allen anderen Filmen, die diese Woche noch neu in die Kinos kommen, gibt's wie immer hier unten oder da hinten. Wenn ihr noch mehr Lust auf Kino habt, guckt mal bei Leinwand.tv vorbei. Da spinne ich so den Rest der Woche rum. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche hier wieder. Bis dahin immer schön dran denken, im Kino Popcorn nicht vergessen. Adieu.